Neues aus Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. Das Schaufenster Spezial. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier vor dem Apexbein am Olympiapark. Apexbein steht für ein Wirbelsäulenzentrum, welches nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa eine Vorreiterrolle in Sachen minimalinvasiver Wirbelsäulenchirurgie innehat. Vier Experten kümmern sich hier darum, dass Rückenschmerzpatienten endlich wieder schmerzfrei durchs Leben gehen können. Und ich freue mich besonders, mit allen vier Experten nun ein Gespräch führen zu dürfen. Herr Dr. Schubert, Sie sind ja nicht nur eine normale Praxis, sondern Apexbein ist ein Wirbelsäulenzentrum und Sie arbeiten mit drei Experten zusammen. Wie wichtig ist Ihnen diese Ergänzung? Die Zusammenarbeit ist mir deswegen wichtig, was die Deutsche Gesellschaft für Wirbelsäulenchirurgie schon seit vielen Jahren predigt und versucht auch durchzusetzen. Das leben wir schon seit über 5 Jahren, nämlich einen Zusammenschluss der drei Fachgebiete Neurochirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie. Das bedeutet, ein Patient bekommt die Diagnose von allen Experten von Ihnen zusammengestellt? Ja, das ist der große Vorteil. Dadurch, dass eben die Sichtweise durch diese drei Fachgebiete Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie teilweise gerade in der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen sehr unterschiedlich ist, ist das teilweise sehr befruchtend und führt auch häufig zu einem, ja, lassen Sie mich so das sagen, zu einem deutlich höherwertigen Ergebnis, sowohl in der Diagnostik wie auch in der Therapie. Das Apexbein versteht sich als Vorreiter international, was minimalinvasive Operationen angeht. Können Sie mir darüber was erzählen? Ja, das ist kurz gefasst, möchte ich es einfach so ausdrücken. Wir alle verstehen uns als Wirbelsäulenchirurgen und haben eine sehr fundierte wirbelsäulenchirurgische Ausbildung eben auch genossen. Und jeder von uns hat sich trotz allem spezialisiert. Und daraus hat sich ein Therapiekonzept entwickelt, wo wir zwischenzeitlich in der Lage sind oder auch vor allem ich in der Lage bin, vor allem Bandscheibenvorfälle im Bereich der kompletten Wirbelsäule minimalst invasiv, auch wenn es dieses Wort gar nicht gibt, aber eigentlich minimalst invasiv, sprich nur mit einer kleinen Stichinzision zu therapieren und vor allem aber auch zu entfernen. Nochmal für den Laien erklärt, was ist ein Bandscheibenvorfall? Ein Bandscheibenvorfall, eigentlich ist es ganz einfach zu erklären. Ein Bandscheibenvorfall entsteht nicht im Kindesalter, sondern die typische Häufigkeit für die Entstehung eines Bandscheibenvorfalls ist, sage ich mal, das ist wie im Rahmen einer Gaußschen Verteilungskurve, so zwischen dem 35. und 45. Lebensjahr. Was passiert da? Zu Beginn ist es so, dass die Bandscheibe selbst noch mit Gefäßen ernährt und mit Nährstoffen versorgt wird. Je älter wir werden, und da liegen leider auch unsere Bandscheiben einem gewissen Verschleißprozess. Dabei kommt es zu kleinen Einrissen des äußeren Bandscheibenringes und durch eine ungünstige, in der Regel sind es Dreh-Hebebewegungen, zum Beispiel das Aufheben eines Wasserkastens, um den zum Beispiel ins Auto zu heben, kommt es zu einem Einriss. Dieser Einriss wird größer und das Kernmaterial tritt aus und drückt dann oder kann dann auch auf einen Nerv drücken, der dann entsprechend die Schmerzen bereiten kann oder eben, wenn es ganz schlimm ist, auch zu motorischen Ausfällen führen kann. Muss ich dann als Patient oder muss ein Patient dann sofort mit einer OP rechnen? Nein, das denken viele. Es ist so, dass man weiß inzwischen. Es gibt ja viele Patienten, die vielleicht einen Bandscheibenvorfall haben, die es aber gar nicht wissen. Ja? Von den Patienten, wo man weiß, weiß man inzwischen, dass über 80% keine Operation brauchen. Ich betone nochmal, keine Operation brauchen, sondern mit einer gut geführten konservativen Therapie, mit einer vernünftigen Diagnostik im Vorfeld und einer gut geführten, jetzt wiederhole ich mich nochmal, konservativen Therapie, verschwindet so ein Bandscheibenvorfall auch wieder ohne einen operativen Eingriff. Sie haben schon über 6000 endoskopische Operationen durchgeführt. Glauben Sie, dass das auch die Operation der Zukunft bleiben wird? Das ist eine sehr gute Frage, die Sie stellen. Es hat mich schon immer interessiert, eben minimalinvasiv die Wirbelsäule zu therapieren. Ich selber habe meine Ausbildung in einem der größten deutschen Wirbelsäulenzentren machen dürfen. Und dort wurden lange Schnitte geliebt, langstreckige Versteifungsoperationen gemacht, die sicherlich immer noch ihre Berechtigung haben.
Aber in der alltäglichen Praxis mit Patienten, die einen Rückenschmerz haben, Bandscheibenvorfall haben, muss es auch andere Möglichkeiten geben. Und so habe ich vor 12 Jahren dieses endoskopische Verfahren, ich sage einfach mal, erlernt und hatte eigentlich gedacht, naja, in 5 Jahren ist es vielleicht sowieso schon weltweit der goldene Standard. Ich bin in der glücklichen Lage, schon viele Kollegen aus dem In- und Ausland bei mir im Zentrum begrüßt zu haben. Ich habe schon mehrere Live-Operationen. Ich war zum Beispiel einer der Ersten, der auf dem Deutschen Wirbelsäulenkongress eine Live-Operation, sodass sich Kollegen auch aus Deutschland live aus dem OP eine Operation ansehen durften. Und da besteht für mich nach wie vor auch so ein bisschen die Mission, ich möchte gerne dieses geniale, in meinen Augen absolut geniale Operationsverfahren auch nach außen tragen. Nichtsdestotrotz bin ich davon überzeugt, dass gerade die minimalinvasiven Verfahren ohne großartige Traumatisierung von Muskelgewebe, von Gelenken, von Knochen sicherlich die Zukunft ist. Und dieses endoskopische Operieren im Bereich der gesamten Wirbelsäule für mich persönlich inzwischen der goldene Standard ist. Dass ich in letzter Zeit für einen Bandscheibenvorfall noch mal ändern musste in einen großen operativen Eingriff, hat es in den letzten 6 Jahren nicht mehr gegeben. Herr Wagner, Sie stehen hier vor einem MRT, das schaut für mich sehr nach Diagnostik aus. Ist das so Ihre Rolle hier im Expertenteam? Ja, das ist richtig. Mein Hauptpart in dieser gesamten Gemeinschaft hier ist vor allem die primäre Diagnostik mal, inkludiert mit allen Dingen, die auf die Diagnostik abgestellt ist und dann natürlich die Beratung und auch von der Operation losgelöster Therapie für den Patienten. Warum ist denn eine schnelle Diagnostik bei akutem Rückenschmerz so wichtig? Also die Diagnostik ist deswegen so wichtig, weil der akute Rückenschmerz sehr viele verschiedene Ursachen haben kann. Diese Ursachen können vollkommen banal sein, das wäre muskuläre Verspannungen oder auch Blockierungen der Wirbelsäule, können aber auch ernsteren Hintergrund haben, Bandscheibenschädigungen, Bandscheibenvorfälle oder auch Entzündungen von Nerven und Gelenken. Und deswegen ist eine fundierte und schnelle Diagnostik sehr wichtig, um dann auch die geeignete Therapie zu finden. Welche diagnostischen Möglichkeiten haben Sie denn hier direkt vor Ort? Also wir haben natürlich die üblichen diagnostischen Möglichkeiten erstmal, die beginnen mit der Krankengeschichte, dann mit der klinischen körperlichen Untersuchung. Ergänzen können wir das hier speziell mit einem Muskelfunktionstest. Wir können auch ein EMG, das wären Messungen der Leitfähigkeit der Muskulatur, anschließen und haben dann natürlich die konventionellen bildgebenden Verfahren wie Röntgen und insbesondere das Kernspintomogramm, das als technische Möglichkeit derart zurzeit der optimale Standard ist. Der optimale Standard, aber bei welchen Diagnosen oder für welche Diagnosen bräuchte ich dieses Gerät? Also das Kernspintomogramm kann mir natürlich zeigen, ob pathologische Prozesse vorliegen. Wenn ich den Verdacht habe, es ist eine reine Blockierung, muss ich nicht gleich auf das Kernspintomogramm zurückgreifen. Aber alles, was in Richtung von Bandscheibenschädigungen, akute Bandscheibenvorfälle oder dann auch tumoröse mögliche Erkrankungen sind, ist es unerlässlich. Herr Dr. Helmbrecht, was ist denn Ihr Fachgebiet hier in dem Expertenteam von Apex Spine? Also einer ist Neurochirurg, habe eine neurochirurgische Ausbildung durchlaufen, war zwar auch mal ein Jahr in der Unfallchirurgie zu meiner Anfangszeit, aber ansonsten rein neurochirurgisch und betrachte die Wirbelsäule von der neurochirurgischen Seite. Sie sagen, dass der Patient nicht mit einer Diagnose zu Ihnen kommt, sondern mit einem Symptom. Wie genau, was kann ich mir darunter vorstellen? Tja, also die Symptome, mit denen der Patient bei uns oder zu uns kommt, zu mir kommt mit der Halswirbelsäule. Da geht es mit dem banalen Nackenschmerz an, der aber manchmal den Patienten schon sehr immobilisiert, hin zu einem Schmerz, der ausstrahlend ist in den Schulterbereich, ausstrahlend ist in den Armbereich, bis hin dann zu
Krippelpaar-Äste sind, also zu Missempfindungen in den entsprechenden Versorgungsgebieten, bis hin zu Taubheitsgefühlen, leichten Lähmungserscheinungen, stärkeren Lähmungserscheinungen und dann aber auch, je nachdem, welche Erkrankung vorliegt, zum Teil mit Gangstörungen oder eben mit Unsicherheiten in der Feinmotorik und so weiter, je nachdem, ob der einzelne Nerv betroffen ist oder ob eben das ganze Rückenmark betroffen ist. Wenn denn eine Operation dann wirklich unausweichlich ist, ist dann immer gleich eine Versteifung notwendig oder gibt es auch andere Therapiemöglichkeiten? Wir haben minimalinvasive Therapieformen. Hier an der Halswirbelsäule von vorne ein durch die Haut eingeführtes Röhrchen, das von meinem Kollegen Dr. Schubert durchgeführt wird, dieser Eingriff, und wo kleinere Bandscheibenvorfälle, die ansonsten therapierefraktär sind, entfernt werden können. Viele Patienten haben ja Angst, nach einer Operation nicht mehr voll leistungsfähig zu sein oder sich nicht mehr voll bewegen zu können. Können Sie dem Patienten die Angst nehmen? Also diese Angst, denke ich, kann man dem Patienten gut nehmen. Also wir haben eine ganze Vielzahl an Patienten, die letztendlich nach einer Operation zu ihrer alten Leistungsfähigkeit zurückgefunden haben, sei es im Arbeitsbereich oder im Sportbereich. Beides ist machbar und beides ist auch machbar, relativ unabhängig davon, von der Ausdehnung der OP. Herr Schulz, welche Rolle haben Sie denn hier im Expertenteam vom Epic Spine? Ich bin für meine Ausbildung her Chirurg und Unfallchirurg, beschäftige mich eigentlich schon seit weit über 10 Jahren nahezu ausschließlich mit der Wirbelsäulenchirurgie. Und übernehme hier vor allem den Part der Implantatversorgung im Bereich der Wirbelsäule, hier vor allem der Brustlendenwirbelsäule. Das bedeutet also letztendlich, ich komme dann zum Tragen, wenn die degenerativen Veränderungen an der Wirbelsäule so weit vorangeschritten sind, dass es letztendlich notwendig sein kann, einzelne Abschnitte der Wirbelsäule durch Implantate zu ersetzen oder anderweitig zu versorgen. Für mich zum Verständnis, sprechen wir dann schon von einer Versteifung? Also wenn man solche funktionserhaltene Implantate wie eben eine Bandscheibeprothese einsetzt, dann haben wir keine Versteifung. Wobei man dazu sagen muss, dass solche Implantate auch nur dann implantiert werden können, wenn alle diese Strukturen, die eigentlich für die Funktion verantwortlich sind, das sind zum Beispiel die kleinen Zwischenwirbelgelenke, auch noch so weit intakt sind, dass diese Funktion auch noch besteht. Thema Osteoporose. Wie bieten Sie denn hier eine bestmögliche Therapiemöglichkeit an? Ja, die Osteoporose ist ja letztendlich eine Volkserkrankung, unter der sehr viele Menschen leiden. Ist jetzt keine rein chirurgische Erkrankung, sondern eine Stoffwechselerkrankung, wobei man sagen muss, dass es sehr oft dann auch zu Komplikationen kommt. Hier sind insbesondere die Brüche zu nennen. Und neben den Brüchen im Bereich des Hüftgelenkes sind es hier vor allem die Wirbelkörperbrüche, die sehr häufig auftreten. Und hier bieten sich ja von unserer Seite hervorragende, auch minimalinvasive Therapiemethoden an. Mit einer Operation alleine ist das ja oft nicht getan. Viele Patienten fühlen sich aber gerade nach einer Operation dann allein gelassen. Was tun Sie genau dagegen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben da ein Konzept entwickelt im Laufe der letzten Jahre. Das heißt, alle unsere Patienten, die nicht nur operiert worden sind, sondern die auch ein konservatives Behandlungsvorschlag bekommen von uns einen richtigen Therapieplan mit. Ich empfehle hier das sogenannte MEDICS-Therapiesystem, was wir selber im Haus auch anbieten, zusätzlich zu anderen Übungen, die man selber zu Hause auch machen kann, ohne dass sie dafür ein Gerät benötigen. Und Sport im Sinne zum Beispiel Schwimmen, Aquajogging, Fahrradfahren, Nordic Walking, das sind ideale Sportarten, um eventuell auch einem Rückenschmerz vorzubeugen. Zuschauer, ich hoffe, Sie haben mindestens genauso viel mitgenommen wie ich und ich hoffe, wir konnten dem einen oder anderen Patienten auch die Angst nehmen. Und Prävention ist das Wichtigste. Bewegung ist die beste Medizin und deswegen werde ich jetzt auch die Treppe nehmen und nicht den Aufzug. Ich sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.